Dieses Yesterchips-Projekt wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung von spielenxxl.de. Retro-Games direkt online im Browser zocken. In etwa 5 Minuten ungescriptet und ungeprüft, wieder genauso, wie ihr es hören würdet, wenn ihr eine kleine Führung hier bei mir im Yesterchips-Museum in Heimgrund mitmachen würdet. Die bislang einzige Mikrocontroller-gesteuerte, jetzt hätte ich fast PlayStation gesagt, nein, Spielekonsole made in Germany, von der ja so gut wie niemand irgendwann etwas gehört hat, die Intertone VC4000. Intertone, damals hauptsächlich dafür bekannt, Hörgeräte herzustellen. Nun gut, aber wer Hörgeräte herstellt, der weiß, wie man mit Mikroelektronik umzugehen hat. Und irgendwann kam man in Köln eben auf den Trichter, es auch mal mit Spielekonsolen zu versuchen. Zunächst einmal gab es hauptsächlich Nachbauten von diskret aufgebauten Spielekonsolen im Stile der Magnavox Odyssey. Aber 1977, da hat man sich dann ein Herz gefasst und hat eine Spielekonsole der zweiten Generation, daran zu erkennen, dass man die Spielemodule austauschen kann, zu entwickeln. Das Besondere an dieser mit einer mächtigen Signetics CPU ausgestatteten, mit ganzen 887 Kilohertz, nicht Megahertz, Kilohertz, also 0,887 Megahertz und ganzen 37 Byte RAM, Byte, nicht Kilobyte, Byte, ne? Also viel weiter runter geht's nicht. Das Besondere an diesem Schätzchen hier sind die analogen Joysticks. Man ist es vorher eigentlich gewohnt oder später dann auch noch bei unseren Schätzchen namens C64, Amiga oder auch Atari ST, dass man digitale Joysticks hat. Ja, klicketi-klick, man hat in jede Richtung einen festen Anschlag. Nicht so hier bei den verrückten Kölnern. Nee, die Jacken, die haben dem Ding tatsächlich eine analoge Steuerung verpasst. Und wie man hier sieht, je nachdem, wie ich den Joystick hier bewege, bewegt sich da unten auch mein Spieler. Und je nachdem, wie präzise ich den nach vorne bewege und mit wie viel Schwung, desto genauer oder ungenauer, je nachdem, wird hier mein Wurf ausgeführt. Das Spiel, das hier drauf ist, ist es im Übrigen auch Bowling. Nur für denjenigen, der es gerade nicht erkennt. Für mich eine kleine Kuriosität, eine von vielen bei dieser Konsole, ist, dass die Spiele hübsch durchnummeriert sind, aber keine Namen haben. Natürlich haben die Dinger irgendwo Namen. Spätestens auf der Bedienungsanleitung oder bei der Verpackung dieser Spiele stand der jeweilige Name drauf. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, das hier ist das Autorennen und das hat die 1. Das hier ist, keine Ahnung, ich lege es gleich mal rein, das hat die 32. Oder was wir auch noch hier haben, das ist die Schießbude, das ist die Nummer 12. Aber ein Spielename an sich steht hier sicherheitshalber mal nicht drauf. Konsole rein, einmal Reset, nochmal Reset. Das sieht nicht so gesund aus, was der hier macht. Jetzt haben wir es. Nö, immer noch nicht. Melmac-Trick. Keine Ahnung, was das bringt. Wer es weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Jetzt sieht es besser aus. Das ist ein ganz klassischer Shooter, wenn man so will, im Stile von Galaxian zum Beispiel. Und ja, so kann man sich in den 70ern und dann in den darauffolgenden anfangenden 80er Jahren die Zeit vertreiben bei einem kleinen Match. Gemütlicher als hier in der ehemaligen Küche der alten Schule in Heimgrund könnt ihr das spielen in Offenbach im Digital Retro Park Museum. Dort ist nämlich in unserem Raum der 70er Jahre eine VC4000 derzeit aufgebaut. Du hältst jetzt mal die Klappe. Und da könnt ihr schön auf dem Sofa sitzen und dieses Spielchen hier, verschiedene andere auch, genießen. Oh, eins habe ich noch vergessen, genau. Für die Controller gibt es Kunststoffeinlagen, oder sind es Pappeeinlagen, welche, je nachdem welches Spiel man hat, diese zusätzlichen Knöpfe hier unten erklärt. Aber nur bei recht wenigen, bei keinem, wo ich hier habe, sind diese Tasten auch tatsächlich belegt. Einkaufspreis damals, ganz am Anfang, das Ding gab es im Quellekatalog. Wer erinnert sich an den Quellekatalog? Das haben wir vor Amazon benutzt, ja, also analog Quellekatalog. Der erste Preis dafür waren 398 D-Mark gewesen, wie gesagt, im Jahre 1998.
78 und am Ende hat das Ding dann bis zum Produktionsende 1983 kostete es um die 100 D-Mark weniger. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, genau, die Grafik, die wunderbare Grafik, die ihr gerade eben gesehen habt. Hier nochmal im Bild, 120 mal 200 Bildpunkte und das Ganze in zwei Farben. Und er kann vier einfarbige Sprites darstellen. Einen Tongenerator hat die Kiste ebenfalls, wird über den Monitor bzw. selbstverständlich über den Fernseher mit ausgegeben. Und wenn ihr noch mehr Details zur VC 4000 sehen wollt, dann schaut euch die entsprechende Yesterchips-Folge an. Das ist eine von den allerersten. Die ist nicht so ganz ernst genommen. Folge 7, da geht es unter anderem darum, dass es sowohl in West Germany eine Spielekonsole gab und auch in East Germany die BSS 01. Und die schauen wir uns dann in einer nächsten 5-Minuten-Folge an. Ansonsten lade ich euch sehr gerne ein, entweder ins Digital Retro Park Museum nach Offenbach oder eben hierher zu mir ins Yesterchips Museum nach Heimgrund. Hier steht die VC 4000 und wartet auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Adele, ciao und bye bye.